Ja, hallo meine Lieben. Ich wurde gefragt, ob ich dieses Mega-Penthouse nicht auch als Foto hochladen kann, da ich zu schnell schwenke, oft zu schnell schwenke und auch wegen der anderen Sichtweise. Ja, warum nicht? Natürlich, wenn ich es habe, wenn ich schöne, ordentliche Fotos habe, dann mache ich das gerne und in dem Fall habe ich das. Und es handelt sich um das Penthouse in Kestell mit Meerblick, wo nicht zugebaut werden kann, für 320.000 Euro. Und hier haben wir die Riesenterrasse, über 12 Meter lang. Und wir haben hier auch um die Ecke, geht es noch weiter. Und die Aussicht, wie ihr seht, ist schon mega. Auch die gesamte Ausstattung ist mega. Ist ja alles dabei. Also alles vom Feinsten. Und das Besondere habe ich ja im Video gesagt. Also wer das Ganze als Video sehen will, ich habe es ja als Video gefilmt. Paar Filme vorher habt ihr das Ganze als Video. Und die besonderen Vorteile sind vor allem die Lage, da dieses Objekt, dieses Penthouse mitten in Kestel liegt und zum Glück nicht direkt am Meer, aber schon mit Meerblick. Das ist der dazugehörige Pool. Wir haben auch Indoor-Pool. Kommen wir auch gleich dazu. Und es waren mal zwei Duplex-Wohnungen, die zu einer gemacht wurden. Und bei dem Preis sieht man aber auch, dass das Inventar auch seinen Teil dazu gibt, denn es ist wirklich top ausgestattet. Das ist das Fenster von der Sauna und das ist der Balkon. Hier haben wir eines der Schlafzimmer und hier ist der Balkon. Wie gesagt, diese Aussicht kann nicht zugebaut werden. Und ihr seht es ja auch hier am Schlafzimmer, also es ist wirklich viel Platz vorhanden. Das Schlafzimmer ist doppelt so groß wie meins. Hier haben wir den Balkon nochmal und eines der vier Bäder. Wir haben zwei Terrassen und waren es jetzt vier Balkone und wir haben sechs Zimmer. Hier haben wir nochmal ein Bad. Also ihr seht schon alles edler, alles etwas gehobener. Und dieses Schlafzimmer hat ein Extrabad. Hier ist der Wohnungseingangsbereich. Und da haben wir auch eine große Garderobe. Und gleich im Erdgeschoss haben wir auch schon ein Bad, ein sehr schönes, schöne Fliesenarbeiten. Und hier ist der Aufgangsbereich zur Haupt Etage. Und beim Reinkommen, beim ersten Mal habe ich erstmal dieses Wohnzimmer hier gesehen, habe gesagt, ja, schön, ne, schaut schön aus, nicht so groß, aber okay. Und habe nicht gewusst, dass oben das richtige Wohnzimmer ist. Wie gesagt, alles ist mit dabei, auch diese echten Ledersofas. Hier am Eingangsbereich eine kleine Zwischenstation. Hier die Eingangstür. Ganz unauffällig, ganz normal. Und der dazugehörende Aufzug. Das sind so die Gemeinschaftsbereiche, Kinderspielplatz und
Der gemeinsame Pool. Hier ist das Objekt, das links und wie immer in Kestell, ihr wisst ja, maximale Bauhöhe 5 Stockwerke. Das sind auch noch Gemeinschaftsräume und alles picobello, top, sauber, ordentlich. Die Gebäude sind ca. 10 Jahre alt. Aber ich hatte ja schon mal in Videos gesagt, der Vorteil an so Gebäude, so um die, die nicht ganz neu sind, ist, dass es immer größere Zimmer waren als die aktuellen. Aktuell schaut man halt auch, dass man Geld spart und die Zimmer dementsprechend auch nicht so groß sind bei den neuen Objekten. Das trifft aber auch nicht auf alle zu, da gibt es auch wieder spezielle, die dann doch größer sind. Aber die Mehrzahl der neuen Objekte ist leider etwas kleiner. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass das Schlafzimmer dann am Bett links und rechts vielleicht 1 Meter Platz hat und das war's. Und vorne nochmal und das war's. Da passt gerade mal ein Doppelbett rein und das war's. Das ist nicht das Gemeinschaftsbad, sondern das ist euer Bad. Und wie schon gesagt, Top-Fliesenarbeiten, wunderschöne Elemente. Das ist eigentlich das Gästebad, kann man sagen. Hier nochmal von außen, damit ihr auch mal von außen seht, wie es ausschaut. So könnt ihr dann besser einschätzen, ob das was für euch ist oder nicht. Hier der besagte Indoor-Pool. Der wird aber auch nur im Winter genutzt, nur zur Info. Ist ja auch richtig so. Und hier die Straße vorne bei dem Chorbogen, wo ihr seht, rechts. Da ist der Strand und da ist auch ein Beach Club. Hier nochmal ein Raum. Und die eigene Sauna. Das ist auch euer eigenes Bad. Und hier wäre dann auch gleich die Sauna. Hier nochmal das Wohnzimmer mit der wunderschönen Aussicht. Und das ist jetzt die norwegische Flagge, ne? Neben der türkischen. Dann wisst ihr auch, wo der Besitzer herkommt. Ja, also 320.000 Euro. Wenn man das jetzt bis jetzt gesehen hat, kann man sagen, ja, okay, aber naja, ist schon okay, aber 320.000 Euro für das jetzt, weiß ich nicht so. Wobei die Aussicht schon unbezahlbar ist. Aber dann, wenn man dann die Treppe hochgeht und dann das hier auch noch sieht, ja, das Hauptwohnzimmer, wo auch wieder alle Elemente extra spezielle Sachen sind, wo es nicht überall gibt, dann kann man sich schon überlegen, ui, das ist aber schon sehr, sehr hochwertig und 320.000 Euro sind für dieses Objekt dann eigentlich sehr preiswert. Auch die Lampenfassungen am Boden sind interessant. Es lohnt sich fast schon mal hier abends herzukommen, um das Ganze mal abends zu filmen. Und ihr seht hier schon die Quadratmeterzahl. Die Wohnung hat über 350 Quadratmeter. Wie gesagt, das waren mal 2 Duplex-Wohnungen, die zusammengetan wurden. Und auch von den Möbeln her, vom Interieur her, super. Wirklich. Schaut mal, wie groß das ist. Also man kann es hier schon gut haben. Ne? Also sowas in Germany, ja, gibt bestimmt auch. Es gibt es auch, weil ich habe das auch schon in Germany gesehen. Nur halt nicht mit so einer Aussicht. Ne? Und vom Preis her kannst du es ja vergessen. Sowas
um die 3 Millionen. Also mit dem Interieur und wenn man dann noch einen Pool dazu hätte, ne, hätte, ja, musste man mit 3 Millionen rechnen. Und wenn, dann gibt es sowas in Hamburg vielleicht oder in München. Und wenn dann auch versteckt. Und wenn dann auf eigenen Eigentum, also auf eigenem Grundstück, als Häuschen oder als Villa gedacht. Und da sind wir schon bei einigen Millionen Euro. Wenn es nicht so ist, dann zeig mir bitte, mach deinen Link rein im Kommentarbereich. 320.000 Euro mit all diesen Sachen, ja, mit dieser wunderschönen Einbauküche, mit, also lass mal es rum, ich will es gar nicht aufziehen. Ihr seht, ihr habt auch diese Fenster-Sonnenschutz-Vorrichtung inklusive zwei riesen Klimaanlagen. Dann haben wir noch das hier, so eine ruhige Ecke, wo man im Winter einen Kamin anmachen kann und ein Büchlein lesen kann. Tja, das hat schon alles was. Und das ist das Klo von dem oberen Bereich. Also das ist schon echt nicht schlecht. Ja, wer es kaufen will, also wer sagen will, das ist meins, der muss da zulangen. Jetzt ist die Frage, lieber eine Villa, eine große Villa. Für das Geld kriegt man ja eine schöne große Villa mit eigenem Pool. Lieber sowas oder lieber das hier. Aber dann sage ich euch mal die Vorteile von dem hier. Das kann euch keine Villa in Alanya geben, im Raum Alanya. Kann euch nicht geben. Und das wären die Lage. Hier nochmal ein Schlafzimmer mit eigenem Bad, mit wunderschönem Bad. Hier das Bad von diesem Schlafzimmer. Dann haben wir noch ein Arbeitszimmer und wir haben noch ein mit Waschmaschinen Bereich. Hier nochmal das Bad. Oh, das gehört nicht dazu. Das gehört nicht dazu. Das war was in Mahmutla. Auch sehr schön. Etwas günstiger als das hier. Aber wie gesagt, jetzt stellt euch vor, ihr kauft eine Villa. Ist ja auch was Schönes. Hat auch sein Flair. Oder das hier. Und das ist halt direkt am Meer. Ihr geht runter, lauft rüber zum Strand. Versteht ihr? Mit einer Villa irgendwo ist nicht bei allen so. Ich habe aber auch Villas, die sind nahe Strand. Habe ich auch. Könnt ihr euch einfach mal melden. Und die Nähe zu allem, ne? Gleich unten Migros, gleich unten Cafés, Restaurants. Und eigener Pool. Ja, wer mal einen eigenen Pool hatte, der weiß ja, sauber machen ist halt dann euer Part oder müsst ihr extra bezahlen. Ja, das Leben ist halt nun mal so. Alles hat Vor- und Nachteile. Ne? Alles hat Vor- und Nachteile. Und zum Glück habe ich nicht die Entscheidungsqual, die ihr habt. Ihr habt das. Ihr müsst in Ruhe entscheiden. Aber es macht ja Spaß. Es ist ja angenehm. Hier zieht man einfach nur noch ein und man hat alles, was man braucht. Okay, meine Lieben. Ja, natürlich hat auch eine Villa andere Vorteile als diese Wohnung. Stimmt vollkommen. Habt ihr vollkommen recht. Habt ihr vollkommen recht. Welche wären das? Naja, über euch wäre keiner, der Lärm macht. Ja gut, das haben wir hier auch nicht. Unter euch habt ihr keinen, der Lärm macht. Naja.
Ihr habt euren eigenen Gartenbereich, wobei wir hier an der Terrasse wirklich genug Möglichkeit hätten, schöne Pflanzen hinzustellen und auch die Möglichkeit zu nutzen, selber seine Blumen, Pflanzen zu haben. Ach, das ist eine schwere Entscheidung. Auf jeden Fall, diese Wohnung ist wirklich eine Wohnung, wo man sagen kann, tja, hier lässt sich gut leben. Aber eins sage ich euch, ja, ganz ehrlich, Leute, eins sage ich euch. Lieber lebe ich in einer Einzimmer-mickrigen Wohnung, in einer Einzimmerwohnung, ohne Pool, ohne alles, ja. Für als Beispiel 30.000, 40.000 Euro. Ja, lieber lebe ich in sowas, ja, als in Germany als Mietzahler in einer solchen Wohnung. In einer solchen Wohnung. Also nehmen wir mal an, ich hätte das Geld, in Germany sowas zu haben. Lieber lebe ich in der Türkei ohne all diesen Luxus. Und bin frei. Denn das ist das Besondere an der Türkei. Du brauchst das alles nicht. Ja. Und das, was du brauchst, ist umsonst. Ja. Das, was du brauchst in der Türkei, ist umsonst. Das sind halt extra schöne Pluspunkte. Ja. Es ist natürlich nicht schlecht. Natürlich lebe ich lieber in sowas drin, als in einer Einzimmerwohnung als Beispiel. Ja. Übrigens gibt es hier zum Glück sehr wenig so Einzimmerwohnungen. Die nennen sich hier Studiowohnungen. Also stell dir mal vor, ich könnte entscheiden, in Germany zu leben, mit so einer Wohnung, die mir gehört, oder lieber in der Türkei mit einer Einzimmerwohnung. Da würde ich wirklich 100-mal lieber in der Türkei leben. Das Meer kostet nichts, ja. Die Energie vom Meer, vom Strand kriegst du umsonst, ja. Dann die Berge, dann das gesunde Essen auf den Wochenmärkten zum Einkaufen. Die freundlichen Menschen, die schöne Atmosphäre. Ach, ich könnte doch aufzählen, aufzählen, aufzählen. Never ever. Vor allem kannst du in der Türkei günstig leben. Das bedeutet, dass du nicht im Sklavensystem deinen Körper und deine Seele für das Sklavensystem verschreibst. Nein, musst du nicht. Habe ich recht oder nicht? Leute, im Endeffekt geht es ja um dich, um dein Gehirn, um deine Seele, dass du glücklich bist. Und wer natürlich sowas braucht, wer dahin erzogen wurde, dass er das neueste iPhone ständig braucht, das neueste, was auch immer, immer braucht und das neueste, teuerste Auto, ein Riesenauto zum Schwanz vergrößern, wer natürlich sowas braucht, der wird nie glücklich. Ja, der wird nie glücklich. Tja, so, jetzt habe ich euch wieder mal zugelabert. Also bei mir ist es so, lieber eine mickrige kleine Wohnung, ja, die mir gehört und in der Türkei lebend, als ein riesen Penthouse oder eine riesen Villa in Germany. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Leute. Germany bedeutet, du lebst immer im Herbst, ja, immer im Herbst. Merkt euch meine Worte. Und das sage ich schon seit Jahren. Und zwischendrin ist halt mal ein, zwei Tage mal schönes, sehr heißes Wetter, so dass die Leute denken, oh Mensch, haben wir einen heißen Sommer gehabt. Wir brauchen uns ja nicht beschweren. Versteht ihr? Und also schade, ne? Germany wäre eigentlich auch ein schönes Land, ja.
Aber das System ist dermaßen kaputt in Germany, ja, das System. Viele merken das nicht mal. Das ist ja das Problem. Die Leute merken das nicht. Das ist ein Megaproblem. Die Leute laufen blind rum, merken nicht, was um sie vorgeht. Als Beispiel eine Brille. Eine Brille. Ja, was meine ich mit Brille? Damit ihr mal sieht, wie mein Gehirn arbeitet. Ich bin nicht schlauer als ihr, auf keinen Fall. Ich bin nicht besser als ihr, ich bin nicht schlauer als ihr. Never ever. Wer sowas behauptet, der ist es schon mal nicht. Ne? Der ist es schon mal nicht. Nur, ich habe, da ich halt seit Jahrzehnten jetzt mir Gedanken mache über das System und dass es alles unlogisch ist, habe ich halt Augen, mit denen ich so Sachen schnell entdecke. Was ist mit der Brille? Ja, wenn du eine Brille putzt, wenn du die Gläser von der Brille putzt, mit einem Taschentuch oder mit einem Brillenputztuch, putz mal die Brille und oder polier mal die Brillengläser und polier mal ein Glas, ja, ein Trinkglas. Beim Trinkglas kannst du schön polieren, alles schön und gut. Bei den Brillengläsern, wenn du polierst, dann bremst das richtig. Das Brillenglas bremst das Papier. Das ist irgendwie so ein Glas, wo eine Oberfläche hat, wo das Putztuch abbremst. Was will ich euch damit sagen? Damit will ich euch sagen, wenn du nicht ordentlich aufpasst, brichst du die Brille. Das ist mir schon mal passiert. Ja. Du willst die Brillengläser putzen und das bremst dermaßen, aber du musst ja putzen, du musst ja bewegen, sonst gehen die Gläser nicht sauber. Was bedeutet das? Die Dreckschweine haben extra Gläser erfunden, angefertigt, welche bremsen und das Gestell dann brechen könnte, wenn man nicht mega aufpasst. Putzt du, aber polierst du aber ein normales Trinkglas, da kannst du normal dran reiben und polieren und das bremst nicht so ab. Also haben sie das gemacht. Also als Beispiel, ich bin Vertreter von Brillengläsern, gehe ich zum Optiker und sage zum Optiker, ja, und wir haben das extra so gemacht, dass dann sie alle paar Jahre ein Gestell brauchen, da die Gläser abbremsend sind. Ja, in so einer Gesellschaft leben wir und Leute, die sowas erfinden, wie nennt man es, Obsoletität bei der Ware oder auch bei Autos, bei jedem älteren VW, siehst du doch die Lüftungsschlitze, klappern die Lüftungsschlitze, man macht es halt ein bisschen ordentlicher, dass es halt länger hält. Ja? Und das war in Germany ständig. Ja? Bei allen, wo ich in der Hand hatte, wo ich auch mit Sachen gearbeitet habe, hast du immer gemerkt, da ist doch etwas faul, die machen das extra so. Ja, Ali, Mensch, wachst du mal auf? Ja, natürlich ist das so. Und wozu ist das so? Ja, damit du halt das, ich denke mal, die geben 30% ihrer Einnahmen dafür aus, um Leute einzustellen, die das so, genau so herstellen, das Zeug, wie sie das herstellen sollen, damit es genau zur richtigen Zeit kaputt geht. Deswegen kaufe ich auch überhaupt nichts von der Firma Philips. Da war ich es gewöhnt. Ich habe es zwei, dreimal, ob es jetzt ein Stabmixer war oder was auch immer, immer rechtzeitig kaputt gegangen. Ja. Und Canon Drucker das gleiche. Und ihr glaubt es jetzt nicht, ja? Mit einem Grund, warum ich Deutschland nicht mag, ist die Firma Fackelmann. Ja. Nicht, weil sie diesen vollidiotischen Boxer da als Werbefigur hatten, sondern eine Suppenkelle, 10 Euro, ja, oder ein Kartoffelschäler, 8 Euro und rechtzeitig immer schön kaputt gehen. Ja. Sau teuer und beschissene Qualität.
Das versteht nicht jeder. Das, was ich euch hier sage, das versteht nicht jeder. Und wenn man all diese Sachen immer gesehen hat, hat man dann irgendwann gesagt, es ist verloren, dieses Land ist verloren. Und wie immer dazu der Hinweis, ich schimpfe nicht auf die Deutschen. Ja, das sind auch nur Opfer. Ich schimpfe auf das dumme System und auf, wir haben ja genug Ausländer auch in Deutschland, die genauso verblödet sind. Also hat das nichts mit den Deutschen zu tun. Und entschuldige, viele merken nicht mal, was sie sind, wer sie sind, was sie machen und haben dann auch noch falsche Idole. Haben natürlich keine Kinder. Haben natürlich keine Kinder. Und so Familie wie früher oder so, wo es noch den Mann zu Hause gab, wo ein Mann benötigt wurde, das ist auch abgeschafft. Du merkst richtig in deinen gesamten Lebenszyklus oder Lebensbereich, wie das Ganze dich absondern will. Du bist nicht wichtig, du bist nicht gefragt, keiner braucht dich. Und das bringt dann natürlich auch Ehepaare auseinander. Aber meistens auch nur dumme Ehepaare bringt es auseinander. Wenn ein Part dumm ist, reicht es ja schon. Und deswegen Germany, never ever, never ever. Behaltet euer Germany. Dann gibt es natürlich die dummen Vollidioten, welche dann sagen, Ani, schimpf doch nicht so. Sei dankbar. Sei dankbar. Halt die Fresse, du Depp. Für was soll ich dankbar sein? Für was bitte? Für was? Dass ich als Sklave arbeiten darf? Dass ich als Sklave da sowieso überhaupt keine Chancen komme, wenn du nicht bei der und der Loge bist? Hä? Leute, ich habe Augen, ich bin nicht so blind wie ihr. Ja? Sei dankbar. Für was soll ich dankbar sein? Hä? Alle, die nicht nach Deutschland gekommen sind von meinen Verwandten, haben vieles mehr. Vor allem haben sie eine Ferienwohnung, nicht nur eine Eigentumswohnung, sondern auch noch eine Ferienwohnung, neues Auto. Die haben also ein Leben, sind schon mit 45 in Rente. Ich sag euch, wenn ihr wüsstet, ja, also erzählt mir nichts mit, sei dankbar. Ja. Alles, was ich gemacht habe, habe ich mir erwirtschaftet, erarbeitet. Ja, alles. Und mein Onkel ist gestorben in der deutschen Fabrik, auch mit seinen deutschen Kollegen. Und es war ein lieber Onkel und der hat sich immer so ein Ultraschallgerät an den Stimmbändern halten müssen, weil er Kehlkopfkrebs bekommen hat durch die Quecksilbervergiftung in der Arbeit. Das war in den 80ern, 70ern, 80ern. Tja, Leute. Man kann nicht dankbar sein, wenn man intelligent ist. Wenn man intelligent ist und Gehirn hat, kann man natürlich dankbar sein, aber dann an der richtigen Stelle. Und jetzt muss ich was ganz Schlimmes sagen. Ja. Am meisten Schuld an ein Scheißleben haben die Eltern. Am meisten Schuld an ein Scheißleben haben die Eltern. Und es ist doch was Wunderschönes, wenn Gott Kinder geschaffen hat. Also Kinder, du kriegst Kinder. Im Koran steht es ja auch drin, das sind nicht deine Kinder. Die sind ihre eigene, das ist ihr eigenes Leben. Und es geht nicht nur um Kinder, um jeden Menschen, um euch selber geht's. Und ihr hättet mega Ideen, wie die Welt verbessert werden könnte. Ihr hättet mega Ideen, Sachen zu erfinden. Ihr hättet oder zu designen, ja. Und ihr könntet euch mit einbringen in diese fantastische Welt, die Gott geschaffen hat. Und ihr könntet euch mit einbringen und alles mit verschönern zusätzlich noch dazu. Mit Design, mit Bildern, mit architektonischen schönen Möbelstücken oder schönen Gebäuden und tollen Erfindungen, dass der Mensch nicht mehr sich abrackern muss. Und vor allem auch ein schönes Leben auch den Tieren, den
Kühen, Hühnern, was auch immer schenken könntest, ja. Und dann wirst du in diese Welt geboren, wo du aber die Tiere nur durch Ausbeutung, durch Folter, auch deine Arbeiter nur dadurch ein für dich selber ein besseres Leben haben könntest, ja. Und nichts mit Ideen und gar nichts. Und wenn du dann mal als Kind oder Jugendlicher dann sagst, Mensch, ich hätte die und die Idee, wollen wir das nicht? Nein, du musst im System so rein, wie sie es wollen. Dann bekommst du mal irgendwann mal mit 65 eine Rente und vergiss deine Ideen, arbeite da und da und dann kriegst du dein Gehalt und das war's. Versteht ihr? Deswegen, die Eltern sind mit die Hauptschuld, dass alles schief läuft, ja, weil sie dumm sind, ja. Und lass mich in Ruhe mit, dass im Islam steht, du sollst die Eltern ehren und schätzen und ehren und schätzen. Ehre nur dem, der Ehre gebührt. So schaut es aus, ja. Nur weil jemand da sein Ding irgendwo reingesteckt hat oder ein Kind dann auf die Erde gebracht hat, sein Leben lang dankbar sein, obwohl sie dich nur versklaven wollten, die ganze Zeit in die Sklavenrichtung treiben wollten. Nein, danke, Leute. Und das ist doch bei vielen immer noch so, ja, unfassbar. Selber als Elternteil überhaupt nichts erreicht, also was Schönes meine ich ja. Selber lieber die Pflänzchen, die rauskommen wollten mit wunderschönen Ideen, vernichten. Nein, danke, Leute. Und das ist, warum wir in dieser Scheißwelt leben. Also Anführungsstriche Scheißwelt, die wir ja selber uns scheiße gemacht haben. So sehe ich das, Leute. Okay, jetzt viel gelabert. Und deswegen fühle ich mich hier wohl in der Türkei, weil hier kannst du noch machen, was du willst. Hier kannst du einen Laden mieten. Schau, ich habe einen Café aufgemacht. Und es ist seit Monaten zu wegen diesen C-Problemen. Und juckt's einen? Nein, warum? Weil die Mieten sind günstig. Versteht ihr? Ich zahle so viel Miete wie in Germany in einem Monat. Ich Miete bezahlt habe, zahle ich hier fürs ganze Jahr. Und das lässt einen locker und hast kein Druckgefühl. Scheiße, ich nächsten Monat wieder. Verstehst du? Hier geht's alles noch. Natürlich, wenn du ein Idiot warst und hier irgendein Objekt genommen hast, was sauteuer war und gedacht hast, ja, es wird schon alles und so weiter, ja, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Und hier ist aber trotzdem immer das Meer um dich rum, ja. Ja, ich weiß, es klingt immer, ach ja, gut, Ali, jetzt übertreib mal nicht. Meer, schön und gut. Hey, Alter, Meer ist schön und gut. Entschuldigung, das sind tausende Kubikmeter an Wasser, strahlend blau. Kilometerlange Küsten, du fühlst das halt, verstehst du? Das fühlst du. Und das kannst du nicht einfach so mit, na und, es ist ja schön und gut, aber es geht schon. Nein, du hast es immer da. Du hast die Möglichkeit, jeden Moment zu entscheiden, ach, ich gehe jetzt mal rüber zum Strand, ob ich jetzt schwimmen gehe oder einfach nur alles mal anschaue. Das ist Luxus, Leute. Das ist Luxus. Und das kann sich hier jeder leisten. Dazu brauchst du nicht so ein Penthouse. Aber natürlich, mit so einem Penthouse macht es noch mehr Spaß. Okay, meine Lieben, so viel mal von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.